Liebe IB-Familie, liebe IB-Fans, normalerweise stehen wir hier in diesem Stadion und können unglaubliche Momente mit euch zusammen, mit unseren Spielern, mit allen Leuten, die IB-affin sind, erleben. Leider ist das momentan nicht möglich. Wir schwelgen in Erinnerungen und leben die Gefühle nach. Aber momentan dürfen wir das nicht machen. Es sind spezielle Zeiten für uns, aber wir sind so bewusst, nicht nur für uns, sondern auch für euch, für jeden einzigen von euch. Und ganz wichtige solche Momente sind sicher Werte, die wir bei IB in letzter Zeit immer probiert zu leben, die wir immer probieren zu leben. Werte wie Solidarität. Und wir hoffen, dass ihr das so erfahrt, ja, im privaten Bereich, dass ihr die schwierigen Situationen jetzt auch meistern könnt und dass wir schon bald irgendwann wieder hier in diesem Stadion dürfen zusammen sein und schöne Gefühle, schöne Emotionen dürfen erleben. Auch die Spieler sind natürlich nicht hier, sondern daheim. Auch sie können momentan nicht das machen, was sie am liebsten machen, nämlich vor euch auf diesem Rasen ihr Können zeigen, zusammen mit euch unglaubliche Emotionen erleben. Sie sind im Heimtraining, probieren sich so gut wie möglich fit zu behalten, tun natürlich die Verhaltensregeln respektieren und wollen ihrem Vorbildcharakter auch gerecht werden. Gestern hatten sie die erste Live-Session, das erste Training, wo live per Videokonferenz jeder ist zugeschaltet war. Das hat sicher auch eine Abwechslung gebracht. Und wir probieren natürlich auch sie ideal zu begleiten und in dieser schwierigen Situation auch nicht alleine zu lassen. Also, in diesem Sinn, bleibt gesund, bleibt daheim, respektiert die Verhaltensregeln respektieren und wir sind sicher, wir wissen zwar nicht wann, aber irgendwann werden wir hier in diesem Stadion wieder mit euch zusammen sein, unglaubliche Emotionen dürfen erleben und auf diesen Moment freuen wir uns umso mehr. Hopp, IB!